Hallo, mit diesem Video möchte Kahlenberg Ingenieure Ihnen die Handhabung des Programms C-Star näherbringen. Das Programm erreichen Sie über unsere Homepage unter dem Reiter Support Tools. Dort können Sie das Programm C-Star auswählen. Bevor das Programm verwendet werden kann, muss eine Registrierung erfolgen. Nach Ausfüllen der Pflichtfelder und Akzeptieren der Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen klicken Sie bitte auf Jetzt registrieren. Anschließend wird Ihnen ein Passwort zugesendet. Zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse und diesem Passwort können Sie sich anschließend einloggen. Anschließend starten Sie das Programm. C-Star ist ein kostenfreies Support-Tool, das für statische Anwendungen entworfen wurde. Hiermit können Sie die gängigen und bewährten Baulager wie etwa S65 oder Ziperal für Ihre Einwirkung und geometrischen Begebenheiten berechnen lassen oder überprüfen, ob eine von Ihnen berechnete Lagersituation allen Zulassungskriterien entspricht. Da noch nicht für alle Gleitlager die Zulassung vorliegen, wird C-Star nach und nach weiterentwickelt. Achten Sie daher auf die Versionsnummer, um festzustellen, ob es neue Inhalte gibt. Nun befinden wir uns auf der Hauptauswahlseite. Hier können Sie im oberen Teil entscheiden, ob eine Fest- oder eine Gleitlagerung benötigt wird. Im unteren Teil finden Sie drei verschiedene Lagerberechnungsarten. Die Berechnungsart ingenieurmäßig ist die von uns empfohlene Variante. Hier werden die Lager auf etwa die Hälfte des zur Verfügung stehenden Konsolplatzes optimiert. Beim Ansatz ökonomisch wird das kleinste Lager, das die technischen Anforderungen erfüllt, ermittelt. Der Programmpunkt selbst definiert ist für bereits berechnete Lagerung gedacht. Hier wird überprüft, ob diese Lösung die technischen Regeln einhalten. Beginnen wir nun mit der von uns empfohlenen ingenieurmäßigen Variante und berechnen ein Schubverformungslager. Hier geben wir nun unsere Einwirkungen und Werte ein. Nach dem Eintragen der Konsolabmessungen gibt es eine Checkbox, bei der, wenn aktiviert, Streifenlager statt Einzellager berechnet werden. Zulassungsbedingungen, die die Verdrehung betreffen und Anforderungen gemäß DEBT, sind automatisch angewählt. Wir deaktivieren diese Option in diesem Fall. Bei der Feuerwiderstandsklasse wählen wir F120 aus. Der verfügbare Konsolenplatz ergibt sich aus der Konsolenbreite abzüglich der Betonabdeckung C1 und C2. Der Berechnungsalgorithmus gibt vor, dass die Breite des Lagers B-2 mal C1 ist. Möchten Sie die Breite des Lagers verändern, variieren Sie bitte dementsprechend entweder B oder C1. Abhängig von der Größe der Lager kann F90 bzw. F120 bereits ohne zusätzliche Maßnahme erfüllt sein. Bei kleinen Lagern benötigt man gegebenenfalls eine Brandschutzmanschette für F90. Es kann sein, dass F120 bei kleinen Lagern nicht erreicht werden kann. Der Algorithmus errechnet, wenn genug Platz vorhanden ist, ein entsprechend großes Lager. Sollte keine Feuerwiderstandsklasse F120 möglich sein, ist dies in der später gezeigten Ergebnisübersicht zu lesen. Nach Anklicken von Berechnungen werden alle bereits im Programm implementierten Lagerarten angezeigt. In der Ergebnisübersicht finden Sie zu jeder Lagerart einen Status, der angibt, wie hoch die aufnehmbare Designkraft, die zu übertragende Horizontalverschiebung und die Verdrehung sind und jeweils in Klammern darunter die Vorgabe. Falls in der Spalte Warnungen Einträge sind, können Sie direkt ablesen, worauf diese basieren und was Sie dagegen unternehmen können. Sollte eine Lagerart für die eingegebenen Parameter nicht einsetzbar sein, etwa weil der verfügbare Platz nicht ausreicht, um eine große Designkraft zu übertragen, so erscheint ein Warntext mit dem zu verändernden Parameter. Ganz links finden Sie eine Checkbox, die bei Aktivierung die Möglichkeit bietet, eine Anzahl von Lagern einzugeben und zusätzlich diese als Ortbetonvariante auswählen. Links neben der Spalte Produkte kann im Falle einer benötigten Einbettung mit der Aktivierung der Checkbox die gewünschte Feuerwiderstandsklasse erlangt werden. Wird nun nächster Schritt gedrückt, kommen Sie zum Ende des Programms. Hier haben Sie die Möglichkeit, durch Drücken des detaillierten Bericht öffnen Buttons ein PDF-Dokument einzusehen, in welchem alle zuvor ausgewählten Lager aufgeführt sind. Dieses Dokument wird gleichzeitig automatisch als Download gespeichert.
Sie haben auf dieser Seite auch die Möglichkeit, direkt eine E-Mail mit einer Preisanfrage an Kahlenberg zu schicken. Sollten Sie hier noch Kommentare benötigen oder bereits eine Maßkette haben, so können Sie diese gerne eingeben. Die Preisanfrage wird durch Drücken des Knopfes Anfrage schicken an Kahlenberg automatisch versendet und Sie erhalten zeitnah von uns ein Angebot. Zurück zu der ersten Seite mit den Auswahlmöglichkeiten. Wählen wir dieses Mal ein Gleitlager und den ökonomischen Ansatz. Wir ändern die Verschiebung auf 30 mm und wählen asymmetrische Verschiebung an. Hiermit kann man etwaige Verkürzung während des Baus etwa durch Schwinden mit ansetzen. Die DEBT-Regularien sind eingeschaltet und die Feuerwiderstandsklasse soll F90 betragen. Nach Betätigen des Berechnungsbuttons erfahren wir, dass keine Gleitlagerung mit diesen Parametern möglich ist. Das liegt daran, dass zurzeit in der Version 1.0.0 noch keine Zulassung für dickere Gleitlager vorhanden sind. Sobald das DEBT eine Zulassung ausstellt, wird das Lager in C-Star implementiert. Das Gleitlager Ziperal GFK ist zu niedrig, um die zusätzlichen Terme für Schiefwinkligkeit und Exzentrizität aufnehmen zu können. Zu Demonstrationszwecken schalten wir die DEBT-Regularien aus und klicken erneut auf Berechnung. Nun ist es möglich, eine für diese Parameter gültige Lagerung zu erhalten. Ab hier hat man die gleichen Möglichkeiten wie vorhin im erklärten ingenieurmäßigen Ansatz. Schauen wir uns diesen Programmteil an, indem wir Schubverformungslager und selbstdefiniert auswählen und auf nächster Schritt drücken. Hier hat man nun die Möglichkeit, entweder die Konsolabmessung oder die Lagerabmessung einzutragen. Bei der Lagerdicke T kann man entweder eine Dicke auswählen oder sich die niedrigste pro Lagertyp automatisch berechnen lassen. Eine Optimierung findet hier hinsichtlich der Breite und der Tiefe nicht statt. Es wird lediglich überprüft, ob das Lager bei den eingegebenen Anforderungen geeignet ist. Geben wir hier nun einige Werte ein. Und schauen, was dabei herauskommt. Für die eingegebenen Parameter ist lediglich ein S70 einsetzbar. Die armierten Produkte Sandwichlager Q und Flächenlochlager Typ Z werden nicht als Streifenlager angeboten. Bei S65 ist die Lagerfläche zu niedrig, um die Kraft übertragen zu können. Beim CR2000 darf das Lager maximal 20 mm dick sein, um die Bedingung Mindestbreite muss 5-mal der Dicke sein zu erfüllen. Das CR2000 hat jedoch eine Dicke von 21 mm. Das nächstdünnere CR2000 ist 16 mm dick. Hier werden dann jedoch nicht die geforderten 10 mm an horizontaler Verschiebung aufgenommen. Wie bei den anderen Berechnungsmöglichkeiten auch, können Sie durch Anklicken der Checkbox in der Spalte Anfrage und dann Bestätigen des Nächster Schritt-Knopfes in dem Bereich, in dem Sie Ihr detailliertes PDF-Dokument ansehen und abspeichern, sowie eine Preisanfrage an Kahlenberg schicken können. Ich hoffe, wir konnten Ihnen die Grundlagen von C-Star vermitteln. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an c-star@kahlenberg-ingenieure.de.